Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich bin der Julius und werde euch ein bisschen in die Minecraft-Welt einführen. Fangen wir es aber erstmal ganz leicht von vorne an. Wie ihr hier seht, gibt es einmal den Einzelspielermodus, den Mehrspielermodus, die Realms, die Option und Spielbeendnisse unwichtig. Genau, beim Einzelspielermodus könnt ihr halt kreativ eigene Sachen bauen, aber auch allein ums Überleben kämpfen. Der Mehrspielermodus geht primär darum, mit Freunden zu spielen und die Online-Welt ein bisschen mehr zu entdecken. Genau, die Realms sind, wenn ihr eigene Server mit euren Freunden machen wollt, aber das wollen wir jetzt noch gar nicht. Option könnt ihr hier ein bisschen die Geräusche, Lautstärke, alles einstellen, Grafik, genau. Aber das ist halt alles auf Standard, genau. So, gehen wir mal in den Einzelspielermodus, weil da wollen wir ganz neu anfangen. Neue Welt erstellen. Die nennen wir mal erstes Let's Play. Genau. Schnell schreiben. Hier seht ihr die verschiedenen Spielmodis. Einmal das Überleben, das ist ganz normal wie in der normalen Welt. Einfach ums Überleben kämpfen, nach Nahrung suchen und Werkzeuge bauen. Dann gibt es den Hardcore-Modus, das ist eher für die Pros unter euch. Könnt ihr aber auch mit anfangen, würde ich euch jetzt nicht empfehlen, aber der ist halt sehr schwer und genau. Dann den Creative-Modus ist für die Architekten unter euch, die lieber gerne entspannt bauen und sich nicht von nervigen Hunger oder verlorenen Herzen aufhalten. Genau. Und die weiteren Weltoptionen sind halt so Sachen wie Cheats, Bonustruhen, die machen wir mal an. Das ist ganz hilfreich für den Anfang und wir erstellen die Welt mal. Genau, wenn ihr euch jetzt fragt, woher kommt Minecraft eigentlich? Also, es wurde 2009 von Markus Landgren entwickelt und jetzt wird es von der Firma Mojang rausgebracht. Es wurde nur in 66 Stunden programmiert, was für ein so erfolgreiches Spiel enorm ist, da es unbegrenzte Möglichkeiten von PvP bis Bauen, Farm, Essen, alles bietet, genau. Und ja, da fangen wir mal an. Wir sind hier der kleine Steve und werden in den nächsten Folgen bis hin ums Überleben kämpfen. Genau, okay. Das ist auch schon unsere Bonustruhe, damit es am Anfang vielleicht ein bisschen leichter geht. Genau. Und als erstes würde ich sagen, machen wir das Wichtigste und bauen ein bisschen Holz ab. Hier mit der Holzaxt. Seht ihr, geht es deutlich schneller als mit der Spitzhacke. Spitzhacken sind eher dazu da, um andere Dinge wie Steine oder so abzumachen. Genau. Um uns Sachen wie Schwerter oder so zu craften, nennt man das in Minecraft, craften wir erstmal das Holz und bauen uns jetzt eine sogenannte Werkbank. Dazu braucht man 4 Eichenholzbretter. Sieht jetzt am Anfang erstmal schwer aus, aber da kommt ihr ganz leicht rein. Genau. Stellen wir diese mal auf und craften uns Sticks. Und Leute, es ist soweit. Unser erstes Schwert. Super. Haben wir das erstmal. Das ist dazu da, weil der kleine Steve hat natürlich auch Hunger. Deshalb müssen wir leider hier ein paar Schweine töten, aber es lässt sich leider nicht verhindern. Genau. So, das auf das nächste. Dann würde ich sagen, haben wir... Also wie ihr seht, sind links unten, also genau da, die Herzen. Das ist halt, wenn euch Leute angreifen, seht ihr, wie viel Herzen ihr noch habt. Hier sind eure Hungerkeulen und das ist die XP, wenn ihr Sachen verzaubern wollt. Aber da sind wir noch lange nicht, denn wir wollen erstmal ganz entspannt anfangen. Wie ihr seht, wenn wir uns runterbuddeln, seht ihr hier plötzlich so eine Art gräulichen Stein. Das ist der Bruchstein. Und wesentlich besser als der normale, als das normale Eichenholzbrett oder das normale Holz, genau. Gehen wir mal wieder hoch. Und, wisst ihr es noch? Genau, eine Werkbank craften. Craften wir die mal und stellen diese auf. So, wie ihr seht, habt ihr jetzt das Steinschwert. Das macht genau einen Angriffsschaden mehr als das Holzschwert und wir wollen ja immer das Beste. So. Damit können wir auch wesentlich schneller Tiere töten, wenn wir hier mal welche sehen würden. Genau. Also in den nächsten Folgen wird es jetzt erstmal darum gehen zu überleben und ums Essen zu kümmern. Und ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, Minecraft ist ein Spiel, ja gut, ist halt ein bisschen langweilig, wenn nichts passiert. Aber falsch, es gibt auch gefährliche Gegner. Diese kommen nämlich in der Nacht, also jetzt ist es noch Tag. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Aber wenn die Nacht reinbricht, müssen wir gut equipped sein. Denn da kommen Zombies und mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Die wollen uns nämlich ans Leder. Und genau, da geht es dann darum, die zu töten.
Wie ihr seht, ist da hinten auch schon eine Höhle. Hoffentlich ist da jetzt nichts Böses, das auf uns wartet. Aber genau. Oh, da sehen wir auch schon Lava. Und ein, hier ist unser erstes Monster da oben. Das ist natürlich nicht allzu gut. Aber wir lauern uns mal vorsichtig. Genau, da ist nämlich ein sogenannter Creeper. Der kann explodieren. Und uns umbringen. Und das wollen wir nicht. Genau. Da haben wir den jetzt getötet, aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, wollte er die ganze Zeit explodieren. Und hier haben wir auch schon unser erstes Eisen. Das ist natürlich sehr geil. Genau, dazu brauchen wir einen Ofen, um das Ganze zu schmelzen. Weil es soll natürlich nicht sein, dass man das einfach abbaut und es dann da liegt, sondern halt schon sehr realistisch gehalten, weil in der richtigen Welt muss man das natürlich auch abbauen. So, für den Ofen brauchen wir wieder unsere obligatorische Werkbank. Die craften wir uns mal ganz schnell. Und platzieren diese auch. Genau, und wenn ich mich nicht vertue, genau, geht der Ofen so. Und platzieren den mal. Gut, da ging es jetzt nicht. Genau, und dieses sogenannte Eisenerz schmelzt man mit Holzbrettern. Und ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. In der Zeit würde ich mal sagen, solange das natürlich schmelzt, besprechen wir mal meinen Kanal. Also, es wird in der nächsten Zeit primär darum gehen, dass ihr sozusagen entscheiden könnt, was für Sachen ich euch zeigen soll. Also, ob ihr lieber diesen Einzelspielermodus, den werde ich auf jeden Fall weiterführen, aber ob ich auch mal mit ein paar Kumpels einfach mal so ganz entspannt die Online-Welt durchforsten werde. Genau, hier seht ihr, jetzt hier unten, haben wir Herzen verloren. Das kommt, weil wir, kann ich ja euch einmal nochmal demonstrieren, wenn man von weit oben runterspringt, kriegt man sogenannte Herzen, verliert man. Und wenn man 0 hat, ist man tot, was natürlich jetzt nicht so optimal ist. Genau, und hier sind unsere Eisenbarren fertig. Gehen wir mal hier hin. Erstmal brauchen wir, genau, hier das Holz wieder raus. Und können einfach mal damit anfangen, uns unser erstes Eisenschwert zu machen. Das ist natürlich sehr, sehr schön für die erste Folge, da das Eisenschwert das zweitbeste Schwert ist nach dem Diamantenschwert. Die Erze in Minecraft sind nämlich so aufgeteilt, es gibt einmal Holzschwerter, also Holz, dann Stein, Steinschwert, Eisen, Eisenschwert und Dias, Diamantschwert. Dias sind wirklich das seltenste, also einer der seltensten Erze in Minecraft. Und die sind sehr schwer zu finden. Aber ich würde mal sagen, für den Start war das sehr erfolgreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefreut hat. Aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Leute, und ciao.